Wenn man zum Islam konvertiert, muss man die Aqiqa nachholen. Aqiqa ist, liebe Geschwister, wenn man ein Neugeborenes bekommt. Bei einem Jungen schlachtet man wie viele Schafe? Zwei. Zwei. Und bei einem Mädchen? Eins. Und beim Gender? Es ist wichtig heute, muss man klären. Ja, das heißt, wie dieser Athlet. Ein Athlet, der war früher ein Mann, also ein Mann. Und dann ist er Frau geworden. Und der hat bei Gewichtheben bei Frauen mitgemacht und hat trotzdem verloren. Aber so will er, was für ein übler Mann. Auf jeden Fall. Genau, also bei einem Jungen zwei und bei einem Mädchen eins. Ist das eine Pflicht, das umstritten unter den Gelehrten? Manche Gelehrte sagen, das ist eine Pflicht, die Aqiqa zu machen, andere nein. Die, die das als Pflicht gesehen haben, haben die authentische Überlieferung genommen, dass der Prophet s.a.w. gesagt hat, dass man die Aqiqa für sein Neugeborenes macht, damit er nicht mehr gefesselt ist. Damit seine Hände nicht mehr gefesselt sind, haben die Gelehrten erklärt, damit er die Baraka bekommt. Wenn man die Aqiqa macht, dann bekommt er die Baraka sozusagen. Aber Wallahu ta'ala ala wa'alam, das ist eine Sunnah. Wenn man das unterlässt, ist das kein Verbrechen. Aber wenn man es machen kann, sollte man es machen. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Ya shababan qad anaba wa ila Allah istajaba.